Ja, was wir heute als CD-Verling machen, ist, dass wir gemeinsam mit Jugendlichen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vom neuen Jugendcenter bauen. Jugendliche werden die sind, die den Klimawandel zu spüren kriegen. Jugendliche müssen mit den Spätfolgen von der Nuklearindustrie fertig gehen. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam mit den Bürgern, mit Jugendlichen und natürlich auch mit der Politik auf den Weg können gehen, Gemeinschaftsanlagen überall hier am Land abzurichten. Wir machen immer viel Präventionsarbeit und wir machen viel Aufklärungsarbeit. Und das ist natürlich auch eine Mission von uns, für den Jungen zu weisen, so, wir verbrauchen die Energie mit den Alternativen dazu. Und dann die Occasion zu haben, ein Projekt zu realisieren, wo die Jungen auch wirklich seriös können mit aufhaken, auch wo sie das System verstehen, an dem sie selber etwas machen, ist natürlich furchtbar interessant. Ich bin ganz viel zu evaluieren, weil man könnte besser machen für die Welt. Na, weil ich da weiß, dass ich selber etwas gemacht habe für die Umwelt. Ich will normalerweise wissen, ja, kann er wissen, nicht viel so. Aber wenn wir das machen, dann können sie so gesund sein, so, dass so, sie schon etwas wichtig machen für die Welt. Ja, Zilo kann die danken und nicht tun, aber ich finde immer, dass es wichtig ist, uns zu danken. Weil, wenn wir wollen so machen, dann aus den 20 Jahren kein Wald mehr du. Ich fand das der richtige Mix. Wir haben heutzutage schon ein Projekt gemacht, wo wir mit Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen abgerichtet haben, wo wir dann die Firma natürlich Tabeste gemacht haben. Und hier ist noch ein Komponent beikommen. Hier können die Leute darüber beteiligen, die Jugendlichen das gehen. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, in Zukunft Projekte zu machen, wo Jugendliche, aber auch Erwachsene einfach eine Anlage selber abrichten, mit der Gemeinde zusammen, wo wir den Dach zum Beispiel zur Verfügung stellen, aber wo auch noch, wie bei dieser Anlage, ein Kooperativ die Leute sich dann noch können beteiligen. Wir haben heute eine Technik, die billigste Art und Weise, als wir Strom zu produzieren, wenn die eine lange Zeit guckt. Du kannst keine Kohlekraftwerk, keine Atomkraftwerk mehr teilen. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Ich meine, die Technik, wo wir immer davon überzeugt waren, dass es eine ganz proper und eine ganz wichtige Technik für die Zukunft von uns alle gut wird gehen. Für die Heizzahlen. Ich meine, wir verdienen natürlich das Geld mit der Technik. Wir beschäftigen uns Leute immer da. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, also das ist für uns selbst da, wie für uns auch, ganz flott, dass wir an etwas schaffen, wo wir uns alle an den Spiegel gucken und können so und so, wir haben etwas bewegt. Und auch so Projekte wie das heute, das bewegt, ganz klar. Ich meine, das ist einfach wichtig, dass ich in einer Umwelt lebt, wo ich gesund lebt, und auch wo ich selber mit Verantwortung drohen kann. Wo ich an den Grab holen, wo ich nicht alles soll. Doch Politik an der Industrie, an der multinationalen Gruppe soll ich überlassen, dass ich einfach sich engagiert. Und ich meine, das wird schon werden. Das weiß ich auch, dass man hoffentlich ein bisschen die Leute weh, in welche Richtung, dass sie sich engagieren können. Ja, das wird schon dann hoffentlich zum Positiven besser beitragen. Ehrlich gesagt, wie ich schon mal hineingekommen bin, habe ich auch gedacht, dass wir viel mehr Arbeit wie das wird. Also, das ist ja, die Jungen haben gesagt, ja, das ist ein bisschen wie Lego. Und was ich relativ flott fand, dass es ein Projekt ist, den Ass versäbelt mit Jungen. Und ich kann sonst wirklich alle anderen Jugendhäuser, auch öffentliche Institutionen, auch den Motto ein bisschen zu zeigen. Ich meine, hoffentlich bewegt das an den Köpfen der Jugendlichen. Aber das konnte man ja in den kleinen Gesprächen schon feststellen. Sie hatten immens viel Frohen, sie hatten schon immens viele Urregungen. Ganz tief müssten noch Solaranlage gemacht gehen. Und das sind auch so, und das möchte ich natürlich einfach aufrecht. Weil ihr seht, also die Klick bei den jüdischen Lastgängen. Und ich meine, dass das der Sohnkehr aus dem wir heute lehnen, den wir in den nächsten Jahren ablehnen. Und das ist wichtig.